Hallo, wie einige von euch vielleicht schon wissen oder aus meinem Channel entnommen haben, ich fotografiere gerne mit Leica. Meine Kamera ist die Leica Monochrom, ein etwas spezielles Tier, weil eigentlich die einzige Digitalkamera auf dem Markt, die nur Schwarz-Weiß-Bilder macht. Ich neige sowieso dazu, am liebsten Schwarz-Weiß zu arbeiten, deshalb konvertierte ich früher von meiner M9 oder von meiner M9P sowieso alles in Schwarz-Weiß. Und deshalb bot sich eben das an, direkt alles in Schwarz-Weiß zu machen. Jetzt ist seit einiger Zeit die Leica M, auch Modell 240, auf dem Markt. Diese Kamera ist farbfähig sozusagen. Und ich habe aktuell das Glück, über einen Laden hier in Frankfurt, Fotoran, der ein sehr großer oder eigentlich fast nur Leica oder eigentlich nur Leica verkauft. Und die haben so ein Programm, beziehungsweise Leica bietet das an, so eine Art Probefahrt mit einer Leica M. Habe sie heute Morgen abgeholt, habe auch gleich mein Objektiv drauf gemacht. Ich benutze gerne das Summilux 50mm 1,4 Aspherical. Und ja, ich habe jetzt einfach mal kurz in der Wohnung oder aus der Wohnung raus ein paar Bilder geschossen. Ich werde danach noch mal etwas ins Detail gehen. Möglicherweise fotografiere ich heute Abend bei einem Event auch noch mit dieser Kamera, zusätzlich zur Spiegelreflexkamera. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, das Ding ist phänomenal. Also es ist wirklich, ich war sehr skeptisch. Einmal, Leica ist mit der M vom CCD-Sensor auf einen CMOS-Sensor umgestiegen, was viele kritisiert haben, wo viele sagten, naja, das ist eigentlich eine Abkehr von gewissen Prinzipien. Das Gefühl bei einem CCD-Sensor ist ein anderes und so weiter und so fort. Das mag alles sein. Trotzdem ist die Kamera phänomenal. Also man kommt schnell rein, wenn man mit einer Leica M vertraut ist. Es ist zwar eigentlich schon alles ein bisschen anders. Wir haben hier beispielsweise, gut, jetzt haben wir hier so ein Einstellrad hinten. Wir haben hier einige Knöpfe sind verschoben worden. Es gibt hier auch noch was ganz Lustiges. Wenn man, also die Kamera verfügt über eine Live-View-Funktion. Ich kann das mal kurz einschalten hier, nicht, dass man hier was sehen könnte, aber wenn ich jetzt Live-View sehe, dann habe ich hier die Möglichkeit, scharf zu stellen, dann vergrößert die Kamera auch. Ich versuche das mal irgendwie ein bisschen zu verdeutlichen. Dann kann man hier, ja, man kann es halt nicht erkennen, aber gut, das ist... die Idee, dass also das Live-View-Bild vergrößert wird beim Fokussieren, das soll also das Fokussieren vereinfachen. Dann hat die Kamera einen eindeutig wesentlich besseren Bildschirm und die Menüfunktionen sind ein bisschen anders. Und die Menüstruktur ist ein bisschen anders. Ich versuche das mal hier von der Spiegelung her. Eigentlich sind es zwar schon, die Positionen sind ähnlich, aber es ist halt alles ein bisschen klarer, es ist ein bisschen besser strukturiert. Man hat dann diese Vier-Wege-Navigation und kann dann eben hin und her navigieren. Noch eine Sache, die Vergrößerung, nachdem man ein Bild geschossen hat, mache jetzt mal eins, gut, das ist jetzt nichts, kann man direkt über dieses Drehrad aktivieren. Und das ist ganz praktisch, also beim Chimping kann man dann auch auf dieses Rad zurückgreifen. Und was mir sofort aufgefallen ist, wirklich bemerkenswert, ich benutze zum Beispiel bei meiner Monochrom so ein Thumbs-up. Und weil die Kamera eben zu halten ist, durch diese glatte Fläche früher immer sehr schwierig gewesen. Und jetzt verfügt sie hier über so eine Art, so eine Art Stütze. Und das, selbst wenn das wirklich nur so eine kleine Erhebung ist, ja, es ist doch ein ganz wesentlicher Unterschied
zum Beispiel zur Monochrom, die eben diese hinten glatte Fläche hat. Deshalb hilft man sich eben mit diesem Thumbs Up, was ich jetzt gerade nicht hier habe. Am Ende des Videos habe ich für euch ein paar Vergleichsfotos, wirklich aus dem Fenster raus. Und zwar habe ich, was ich versuchen wollte, war zu sehen, ob die im Vergleich zur Sony A7R mithalten kann, beziehungsweise vielleicht sogar besser ist. Und ja, es bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe ein paar Vergrößerungen, Vergleiche direkt nebeneinander. Ich würde sagen, klar, die A7R hat halt 36 Megapixel, diese hat, glaube ich, 24 Megapixel. Das macht einen gewissen Unterschied, was die Detailwiedergabe angeht. Was aber alles andere angeht, würde ich sagen, die beiden Kameras geben sich nicht viel. Ich habe ganz bewusst sogar Vergleichsfotos nebeneinander gestellt, die beide mit demselben 50 mm Summilux geschossen wurden. Das heißt, ich habe ja einen Adapter für die A7R und habe einfach das Summilux von der Leica abgemacht und auf die A7R montiert. Und von daher kann man wirklich sagen, es geht rein um den Sensor und die Kamerafunktion. Was ich noch sagen muss, was verbessert worden ist, meiner Ansicht nach, einmal, sie ist etwas leiser noch als die Vorgängermodelle und die Belichtungsmessung, wenn man diese Mehrfeldmessung einstellt, ist wirklich hervorragend. Also selbst bei etwas kritischeren Aufnahmen mit Gegenlicht oder mit sehr variierenden Lichtverhältnissen kann man sagen, die Kamera hält sehr gut mit. Was kann man noch dazu sagen? Ja, ist halt eine Leica, kostet wie eine Leica, macht Fotos wie eine Leica, das kann man schon sagen. Also das Gefühl damit ist schon geblieben. Ob man das jetzt als Konkurrenzprodukt zu den anderen nehmen kann, das bleibt jedem selbst überlassen. Wenn man das Leica-Gefühl haben will, dann hat man auf jeden Fall mit dieser Kamera das Richtige. Wenn man jetzt die bestmögliche oder das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben will, wahrscheinlich eher nicht. In diesem Sinne, ich teste hier noch mal ein bisschen weiter. Möglicherweise kommt noch ein Video mit ein paar Beispielen, mit mehr Beispielbildern. Ansonsten, ja, viel Spaß euch beim Fotografieren. Ich werde ihn auf jeden Fall haben mit der Leica M Modell 240. Und wenn ich die übermorgen wieder zurückbringen muss, dann werde ich ein bisschen traurig sein. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.